Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIII 2. Im letzten Part haben wir das Crystarium abgeschlossen, haben uns noch das letzte Fragment in Serendipity geholt und haben die meisten Gebiete anhand der Gegnerdatenbank abgeschlossen. Da fehlen jetzt nur noch uns ein paar, und zwar in drei Raumzeiten. Die erste Raumzeit, in die ich reingehe, ist hier Pisville JS 200. Und zwar dort fehlen uns noch zwei. Die müssten wir, also zwei Monster, die müssten wir jetzt einfach relativ einfach bekommen. Wenn es mal geladen hat. So, dann Fragmentfähigkeiten, Feindkontakt häufiger. Dann sehe ich hier gerade noch, haben wir hier eine Truhe, die wir jetzt ja auch öffnen können. Mal gucken, ob es sich lohnt. Ein Einhornhorn. Das ist, ich glaube, ein Verbrauchsgegenstand. Ach ja. Es kann nützlich sein. So. Hier müsste einfach reichen, wenn wir uns hier, wenn wir hier lang gehen. Es sind zwei recht normale Monster, die uns noch fehlen. Ich glaube, das 200 hat ja jetzt nicht die größte Karte, weil das ganze obere ist ja uns verwehrt. Da müssen wir den ersten haben. Genau, Geburtswort W1. Und dann fehlt uns noch ein weiteres Monster hier. Auch was Mechanisches. Dich schon mal nicht. Nein, dich immer noch nicht. Oder? Dich müssen wir schon haben. Ich dachte, ich hätte alles. Nee, ist was anderes. Flugdrache. Charuin. Yashas. Yashas. Sunless. Fehlt mir doch noch. Nee, dich habe ich schon. Okay, nehmen wir trotzdem mit. Ein Blitzschlag, dann geht's ein bisschen schneller. Kategorien eventuell gewesen, was ich nicht gesehen habe. Aber gut.
brauche ich auch nicht. Ist da noch jemand was anderes dabei? Nee. Vielleicht mal einen Aggressor aus. Hält vielleicht noch. So. Mir fehlt noch der Vespid. Sclypeus. Der müsste hier eigentlich rumdümpeln irgendwo. Dann haben wir die Butzebots wieder. Die hatten wir aber schon. Na? Ist das nicht der Bay oder? Vespide sehen eigentlich anders aus. Wie die Lancier. Und Myrmidon-Drohne, genau. Mal den Kampf neu beginnen. Weil die brauche ich eigentlich nicht. Die nehme ich einfach weg. Hier mal unsere Kreise und schauen mal, ob der auftaucht. Na? Hey. Ich will jetzt mich mal nachschauen. Ja, doch. Bis will, ja, das ist 200. Wir haben ja nicht so viel Platz. Da haben wir noch. So. Und direkt gezähmt. Perfekt. So. Haben wir dich. So. Dann kann ich jetzt schon den Aggressor wieder anmachen, weil den brauchen wir gleich. Jetzt dürfen wir noch in die andere Raumzeit. Ich würde es ziehen. So. Und da. Mal gucken, ich glaube, das ist so eine Raumverzerrung, die wir bekommen müssen. Aber ich bin jetzt auch nicht 100% sicher. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Aggressor brauche dafür. Weil es mir auf jeden Fall leichter macht. Aber ich weiß es schon mal nicht. Bei dem Gegner weiß ich auf jeden Fall, wie er aussieht. Das ist auch noch zwei. Das ist ein Einzelgegner. Der auch sehr gut zum Gebiet passt. Möchte ich noch anmerken. Ich glaube, der müsste schon hier unten sein. Wahrscheinlich. Na. Guck mal doch mal in den oberen Bereich. Euch brauche ich nicht.
einzeln. Ne, ist ein Chocobo. Das Chocobo brauche ich nicht. Euch brauche ich auch nicht. Ich finde immer, die sehen so aus, als ob die es über den Teppich übergeworfen hätten. So. Noch mehr von den Teppichviechern. Ich brauche keine zwei, ich brauche ein Einzelmonster. Nein. Die auch nicht aufgeben. Da brauche ich die gar nicht. Da ist ein einzelnes Monster. Und genau dich brauche ich. Nämlich der Brunaut. Ist eigentlich. Der ist sogar zähmbar. Lebens reicht gar nicht so viel. Ich will aber wirklich keine Informationen rauskriegen. Haben den Schock, den wir fliegen. So. Gut. Somit haben wir den Brunaut erledigt. Damit war es das mit Pissville. So, das heißt, wir haben jetzt nur noch die Archhüllte Steppe. Ja, und da werden wir uns jetzt Wetter für Wetter durcharbeiten. So, gut. Dann haben wir jetzt erstmal die Gegner nicht. So. Also, wir haben sonniges Wetter. So. Schaue ich gerade, dass ich das so hinbekomme, dass ich meine Liste möglichst vollständig habe. Genau. So, also. Schakal ist sonnig. Habe ich schon. Stachelfisch habe ich auch schon. Dich habe ich auch schon. Triffit. Flugmare. Okay. Das ist ein Chocobo.
Goblin. Die brauche ich auch nicht. Na komm. Das sind Behemoths. Brauche ich dich. Ich nehme mal mit. Brauche ich noch. Wanda, genau, das brauche ich auch noch. Dann würde ich schon mal wegkürzen. So. Die Liste wird kürzer. So. Also im östlichen Bereich müsste ein Flugmare rumimmeln. Hier ist nur Wanda. Gut, dann haben wir den um. Und ich auch noch. So, dann muss ich auch noch einen Kaktus gezähmt. So, dann geht's nach und nach voran. Wird schon klar. Die anderen Wetter werden eventuell auch ein bisschen schneller gehen. Kaktor. Und zwar geht er zu schnell drauf. Kaktor brauche ich nochmal. Paradigmen manuell. Wir starten mit der Vergeltungsballade. Hat einen bestimmten Grund, warum ich das mache. Goblins brauchen wir nicht. Das brauche ich auch nicht. Ich auch nicht. Nein. Chocobo brauche ich auch nicht. Den Longui machen wir später. Wahrscheinlich wieder ein Behemoth, genau. So, Kaktor. Wichtig. So. Ich warte es einfach ab, weil ein Kaktor hat eine besondere Fähigkeit. Metagrundschläger draus. Mal so ein bisschen hauen. Hat er Schaden genommen. Pubertät. Und wir haben einen Erzkaktor.
Und das ist nämlich ein neues Monster. So. Haben wir den Platzkaktor auch geholt. So, und der Triffit will ich aber immer noch haben. So, dann können wir den Paradigmen wieder auf das Sturmkommando wechseln. Oh, falls man es gemerkt hat, ich habe außerdem zwischenzeitlich mal bei Alucard eben was anderes zum Tragen gegeben. Das ist ein normaler Kaktur wahrscheinlich. Ja, ist ein normaler Kaktur. Okay, das ist was, was ich wahrscheinlich auch noch nicht hatte. Mal gucken, was wir hier jetzt haben. Den Metallkaktorius. Ja. Den hatten wir auch noch nicht. Haben wir auch noch. Der ist also die etwas langsamere, aber auch extrem gute Levelmethode. Weil der halt, wie man sieht, 4000 Kristallpunkte gibt. Den auch. Metallkaktorius. So. Langsam finde ich es ein bisschen seltsam, dass der Triffit nicht auftaucht. Den wir nämlich eigentlich noch bräuchten. Oder habe ich den vielleicht schon zufälligerweise mal geholt? Flugmare. Nein, aber nicht. Das Jogobo habe ich schon. Und das Jogobo. Verfolgt mich nicht. Nee, habe ich noch nicht. Brauche ich auch noch. Hol ich gerade alles andere. Außer das, was ich eigentlich brauche. Schön. Vielleicht hier unten drin. Am nächsten Goblin. Brauche ich euch noch? Zufälligerweise. Nee, habe ich alles schon.
Fresserkraut wollte ich jetzt nicht. Also hier müsste der sein. Da müssen die sein. In der Zeremoniestätte im zeitlosen Grasland. Ich habe jetzt gerade nochmal extra geguckt. Pudding. Hab ich erwischt. Faulpudding. Fehlt mir auch noch. Ich freue mich. Das geht schneller als erwartet hier. Und sogar noch einen gezähmt. Das war die Hoffnung, weil auch dabei stand, dass die gerne mal mit Goblins in der Gruppe drin sind. Ja, der Kaktor wahrscheinlich wieder. Ja, da fehlt uns auch noch ein Kaktormonster hier. Ja. Nein. So. Normales Chocobo? Nee. Brauche ich auch nicht. Wie habe ich gerade Glück? Ich wollte es gerade schon loben, dass es recht gut läuft und dann jetzt irgendwie gar nicht. Machen wir mal den Streithahn aus. Ich glaube nicht, dass das ein normales Monster ist. Er ist kein Rare Enemy, ist ein normaler. Ich habe ihn schon. Aber kein Triffit. Nee. Das ist ein Schakal. Schön. Ne, die Steintrutzödnis wollen wir nicht. Nur das zeitlose Grasland.
Damon Triffitt. Natürlich mit Goblins zusammen. Und wir haben ihn gezähmt. So. Okay. Dann der Sonic Rager. Ja, den haben wir schon voll. Also den machen wir noch. So. Voll Pudding haben wir. Avanda haben wir. Goblin haben wir. Meister haben wir. Moblin haben wir. Pokémon. Ja, die Goblins haben wir. Kleinküsschen haben wir auch. Kaktor haben wir. Erzkaktor. Kaktrine. Ja, du fehlst. Im Ostbereich und ja, das kann auch müsste zwischen den Kakteen sein. Das ist Chocobo. Gerade ein bisschen am Suchen. You deserve a treat. That wasn't even a warm-up. Fähigkeiten, Feindkontakt, selten, Streitern an. Vielleicht klappt das besser. Die sollte irgendwie bei einem blühenden Kaktor auftauchen. Und ich habe echt die Vermutung, dass es hier an den Kakteen hier sein könnte.
ist nichts. Oder es muss doch den anmachen. Feindkontakt. Häufiger. Ja, und das sind keine Kakteen. Kaktus. Da blüht gar nichts. Ersten Schätzen würde es eigentlich hier bei dem hier, weil der in der Nähe von den Blumen ist. Jetzt gerade mal rauszufinden. Was haben wir hier? Haben wir hier wieder nochmal den Metallkaktorius. Na schön. Verteidiger. So.
die Kaktrine. Und gezappt. So. Okay. So. So, Metallkapture, das haben wir. Normales Chocobo haben wir. Blaue Chocobo. Westen. Ja, das ist logisch. Müssen wir da mal hin. Also ab zu den Klarwassermarsch. Und dann holen wir uns den Chocobo noch. Den hatte ich irgendwie komplett vergessen, dass er uns ja auch noch fehlt. Marsch. So. So, jetzt muss natürlich noch das Chocobo kommen. Na. Es geht auch regnerisch, aber ich möchte mal gucken, ob ich überhaupt noch Regen brauche. Nicht regnerisch habe ich eigentlich auch schon ziemlich viel gemacht. Deswegen glaube ich nicht, dass ich noch regnerisch brauche. Also ich brauche auf jeden Fall noch Gewitter und bewölkt. Gewitter, weil mir noch die ganzen Seas fehlen. Und ja, da werde ich auch noch heulen. So viel sei gesagt. Wenn es noch an die letzten Quests rangeht. Eine ist noch relativ angenehm. Und die anderen beiden hier sind nicht so angenehm. Das ist eine Salongui. Vor allem, wir haben hier nicht die Möglichkeit, wie wir in 13 hatten. Mit wir probieren halt ein paar Kämpfe und versuchen halt mit Tod umzuhauen. Sondern wir müssen wirklich regulär bekämpfen. Dafür sind sie ein bisschen leichter, aber sind immer noch knackig. So, Frau Chocobo. Dann haben wir noch, so jetzt spoile ich schon mal, das Monster, was wir auch schon im ersten Teil hatten, wo ich in der letzten Folge besiegt habe, wo ich Vermutung hatte, dass ich die Quest nicht machen werde, weil der ein bisschen hart ist. Aber haben wir dann noch hinbekommen? Habe ich ja auch schon ein paar Mal hinbekommen, aber ich mag den Kampf trotzdem nicht. So, hätten wir das blaue Chocobo. Rote Chocobo haben wir uns. Uturm haben wir auch. Dreckschleuder haben wir uns auch noch geholt. Schakal haben wir, Stachelfisch haben wir. Da waren wir schon mal. Okay. Dann gucken wir mal uns. Donnerfisch haben wir, Stachelfisch haben wir. Und Galeak
geht auch in Stürmisch. Dann überspringe ich den mal. Stichraupe haben wir. Dich haben wir nicht, aber geht auch stürmisch. Goblin haben wir, Meister haben wir, Moblin haben wir, dich haben wir, dich haben wir. Dich haben wir, dich haben wir. Ja. Nur Kaktor haben wir. Und keine Kaktor mehr, ne. Fideo haben wir, oder Chocobo haben wir. Und Dornfisch, okay. Dann hätten wir Sonic erledigt. Geht's zum Stürmischen. Dafür brauche ich erstmal zur Jägersiedlung. Und ich sehe gerade, der Part ist auch schon ein bisschen fortgeschritten. Dann machen wir die anderen Wetter im nächsten Part. Es sind nicht mehr allzu viele Monster, die uns fehlen. Ich stelle aber noch auf Stürmisch. Bewölkt sein. Oder? Ja, bewölkt gibt's auch noch. Da sind dann die Seas. Okay. So. Okay. Dann hätte ich bis hierhin gesagt, das war's von diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.